Hallo und willkommen zurück bei Oxygen Not Included. Also ich muss jetzt gerade erstmal gucken, wo wir überhaupt dran waren. Ich habe jetzt eine längere Zeit gar nicht mehr gespielt. Hier liegen auf jeden Fall ein paar Puffs rum. So wie es aussieht, waren wir hier dabei, das Wasser hier runter zu machen. Dann läuft doch hier alles über. Ja gut, wir brauchen Wasser, ne? So wie es aussieht. Ja, Stromproduktion ist immer noch irgendwie scheiße. Hier ist es jetzt mittlerweile zu warm. Aber warum läuft denn das hier jetzt nicht? Wir können ja hier langsam mal rüberpumpen. Aber mir geht das Gold aus, so wenn wir das so weitermachen. Boah, hier ist aber echt scheiße warm, ne? Warum pumpen hier nicht weiter? Gucken wir jetzt mal. Warum pumpen hier nicht lang? Irgendwo stimmt was nicht. Hier ist jetzt einfach zu warm. Eis. Aber warum pumpt der hier nicht lang? Hier ist doch alles. Ach so, weil die außer Betrieb sind, aber der ist doch in Betrieb. Boah, kacke, ey. Ich habe auch gehört, dass Oxygen Not Included bald den Early Access verlässt, ne? Okay, hier das scheint zu funktionieren. Wie sieht's aus mit unserer Kohleproduktion? Warum sind die denn mürrisch?
Mir ist überall jetzt zu warm. Ach, guck mal an hier, unsere Stromproduktion. Ja, hier sind sie alle am Laufen, ey, das gibt's ja nicht. Ja, wir haben im Moment noch genug Sauerstoff. Deswegen mache ich die Dinger nicht an, weil wir haben ziemlich hohen Wasserverbrauch. Die müssen erstmal wieder hier hinterherkommen. Boah, hier sind aber auch viele Fische drin, ey. Erdgas haben wir auch wieder ein bisschen. Na, hier wurde ja jetzt alles gebaut. Die brauchen wir nicht mehr. Hallo? Wobei doch, das ist Gold. Klar brauchen wir Gold. Hier ist auch noch ein bisschen Gold. Ja, die ganzen Ressourcen hier müssen wir noch aus den Wänden kratzen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt machen. Da müssen wir an die Oberfläche kommen. Hier ist es nur irgendwie voll warm. Wir brauchen einfach nur mehr Wasser. Ach so, wir haben ja diese Produktion hier noch am Laufen. Wir drücken einfach überall übelst den Sauerstoff rein, so. Zum Glück brennt hier nichts. Scheint aber jetzt gut zu funktionieren. Solange aus beiden halt was rausgeht.
Haben wir genug für einen Überdruck? Ja. Sonst machen wir hier einen Überdruckteil hin. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir Sauerstoff, dass wir irgendwie was mit dem Sauerstoff machen können. Na komm, hier hopp jetzt. Wo bleiben die denn alle? Wobei der eine Strang ist leer, ne? Das ist ja schon krass. Warum ist denn hier jetzt was zwischen? Ey, was ist denn hier alles gebaut? Das ist ja alles total kurios hier. Ist ja, da blickst du ja nicht mehr drüber, wenn du da einmal weggehst. Wann ist der wieder aktiv? Dauert noch ein bisschen. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir den überhaupt dafür unten dann in Betrieb nehmen, wenn die denn wieder drin sind. Problem ist natürlich, dass die alle hier kein Dings mehr haben. Dementsprechend ist das Wasser auch ziemlich warm. Ich würde sagen, wir machen mal zwei an. Gucken wir mal, wie das wird. Na, optimal ist das hier nicht gebaut. Muss ich leider sagen. Aber ich kriege auch echt hier den Drang, nochmal neu alles anzufangen, weil irgendwie gefällt mir das alles nicht so. Aber dann hier anfangen, nochmal alles neu aufzubauen, ey, das ja übertrieben. Ich frage mich auch, wo die hier immer hinkommen. Sterben die, werden die ausgesetzt? Was passiert mit denen, die hier drin sind? Ich meine, hier rennen ja viele von denen rum. Die müssen viel mehr Kohle scheißen. Und ein großer Nachteil ist, die müssen alle hier runter. Mit Anzügen und alles. Kann den ja hier noch mal ein bisschen aktivieren, noch mal ein bisschen Chlor hier reinfüllen. Ist ja jetzt ziemlich viel Sauerstoff drin. Die Frage ist natürlich, was passiert, wenn ich hier jetzt so einen luftdurchlässigen Ziegel mache. Wird der Chlor ausweichen oder der Sauerstoff? Nein, der Sauerstoff.
deaktivieren. Können wir noch gut noch was hinbauen. Okay, der läuft wieder. Ach, hier oben ist ja auch noch einer. Ja, im Moment brauchen wir, glaube ich, nicht so viel Erde, sondern eher die Algen. Können wir nochmal 3 töten. Ich meine, solange wir Strom haben, läuft ja. Hier ist leider noch nicht kalt genug. Boah, das hier unten, das ist, geht mir mit der Temperatur alles so auf den Piss. Es wäre mal interessant, wenn ich hier jetzt ein Loch reinbohre, ob das Magma hier rausströmt und sich ausbreitet. Kriegt doch gar kein Wasser. Hier sind die ganzen Sachen defekt, die ganzen Rohre. Mit was für einem Rohr ist denn das gebaut? Wo läuft denn das jetzt überhaupt lang? Was habe ich denn hier eigentlich eingestellt? Noch ja nichts.
Haben wir dann hier noch ein höheres Überhitzungsschutzteil? So. Setzen wir hier mal einen Boden drauf. Hier drunter auch gern mal ein bisschen wegbauen. Und dann eventuell noch mehr isolierte Ziegel da dran setzen. Erstmal hier das Wasser alles ablassen, perfekt. Ach, hier geht nicht, weil das Rohr... Ja, okay. Wo sind denn die ganze Zeit noch, immer noch am Kämpfen da oben oder was? Also irgendwas stimmt hier nicht. Ich zerlege hier diese Leitung mal. Nochmal stehen hier weg. Warum ist hier... Achso. Ich weiß, warum hier eine Pumpe ist. Die sollten ja theoretisch Erdgas erzeugen. So, wie wird das denn jetzt hier mit dem, mit der Dampfturbine funktionieren? Boah, kriege ich noch 800, ah, wobei. Wir versuchen es mit Silber. Ja, ich meine Eisen. So, wenn ich jetzt... Ah,
Also erzeugt bemerkenswerte Leistung unter Verwendung von unter Druck stehendem kochenden Dampf. Ich muss hier dann irgendwie so eine Mauer setzen. Das muss hier natürlich alles erhitzt werden. Das Rohöl muss hier raus. Ich finde lustig, dass das hier so kühl ist und hier auf einmal so warm. Liegt das vielleicht an den isolierten Ziegeln? Dass wenn ich hier jetzt normale hinmache, dass das besser wäre. Weset nicht. Wir müssen auf jeden Fall mal gucken, wie wir das machen. So. Also jetzt fließt er zumindest hier wieder richtig. Wir müssen natürlich jetzt die Leiter nochmal richtig machen. Und wir müssen auch mal gucken, dass sie das Öl hier rauskriegen und dann irgendwann das Wasser nur noch ist. Stimmt, das Wasser können wir, das können wir dann hier ablassen. Oh Mann. Habe ich jetzt natürlich auch noch nicht nachgedacht.
Wo war die Tür hier? Mal gucken, hier muss ich das ja auch irgendwie wieder kühlen. Aber ich muss ja erstmal alles frei machen, deswegen breche ich den mal gerade ab. Damit die hier auch alles wirklich wegmachen. Genau, hier setzen wir alles mal auf eine 9er Prio. So muss das sein. So. Zu irgendeinem Grund ist das hier so scheiße warm. So, hier haben wir schon mal den Dampf. Der breitet sich hier ja richtig aus, ey. So, weg und weg. So, mal gucken, dass wir hier irgendwie... das wegbekommen.
Ich habe echt noch keine Ahnung, wie ich das mache. Ich habe jetzt überlegt, zwei hier nebeneinander zu machen, an so einen riesen Schacht. Das Rohöl muss ich natürlich irgendwie hier wegbekommen. Jetzt mache ich hier vielleicht ein riesen Loch, wo ich das ganze Rohöl erstmal reinmache, weil das hier ist nicht ausreichend. Das fülle ich, muss ich dann irgendwie mit Wasser füllen. Und dann natürlich erhitzen. Ja, also so funktioniert das echt nicht. Ich muss das so bauen. So funktioniert's, komischerweise. Schade. Aber gut. Das würde ich sagen, war es erstmal für diese Folge. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!